Hallo und herzlich willkommen. Ich befinde mich gerade am Flughafen Wien zur Ausbildung im Notfälle im Flugzeug. Ich freue mich sehr, mein Sohn ist schon drinnen und er findet diese Ausbildung großartig. Ich möchte die Zeit nutzen, weil ich erst ein bisschen später dazu stoße und habe natürlich schon zwei Videos hochgeladen. Ich möchte hier nur ein Kurzvideo machen und einfach ein Stimmungsbild. Hier noch einmal zitieren, Erik Frey Standard. Wer Kinderschutz zum Kampfthema macht, missbraucht Kinder auch. Mit ihrer aggressiven Kritik am Deichmeister-Urteil folgen FPÖ und ÖVP einem Leitmotiv des internationalen Rechtsextremismus. Ich möchte auch dazu Florian Klenk zitieren. Er sagt, gutes Urteil, Gericht folgt der Medizin und nicht dem Mob. Ich habe in meinem anderen Video schon erklärt, eben wie die Nazi-Keule wieder geschwungen wird. Entweder sind Menschen, die eben für Freiheit, Gerechtigkeit, für Kinderschutz sind, jetzt Nazi und Mob. Also die gleiche Dynamik wie auch bei Corona. Das heißt, alle, die sozusagen gegen Gewalt sind, gegen eben ja, auch Klimakleber in der Art, wie sie es tun, ist man gleich Klimawandelleugner. Also das heißt, im Grunde genommen ist das die gleiche Dynamik, die sich immer wieder zeigt. Ja, also vom Corona-Leugner zum Putin-Versteher und zum Erderwärmungsleugner. Das heißt, wenn man eine freie Meinung hat, wenn man etwas hinterfragt, denkt oder meint, bitte, das ist nicht nur schwarz-weiß, sondern das ist bunt, vielfältig und es braucht den Diskursraum. Es gibt auch nicht nur eine Wissenschaft, ist gleich eben ein Leugner und eben ein Nazi. Dazu habe ich natürlich auch in meinem anderen Video, das ich verlinke, auch Lanz und Brecht selbstverständlich auch zu Wort kommen lassen, wo sich eben Lanz und vor allem Brecht, der Philosoph, ja, dagegen stellen, dass alle, die ein bisschen einen Zentimeter ich sage mal, links der Mitte stehen oder rechts der Mitte stehen, gleich Nazis sind. Das ist inflationär und auch sehr gefährlich und möchte jetzt aber auch ein bisschen auch, um das einzuordnen, eben Florian Klenk zitieren, der gesagt hat, Impfpflicht ab 1. Februar 2022 mit Verwaltungsstrafen und Ersatz Freiheitsstrafen, warum so spät? Also Menschen, die sich nicht nötigen lassen wollen, die sagen wollen, ich möchte mich entscheiden, das ist mein Körper, das ist meine persönliche Integrität, ich möchte die Pflicht, Impfpflicht nicht, die ja natürlich europaweit einzigartig war, außer im Vatikan, sonst nur zwei Länder, die eben nachweislich Diktaturen sind, diese Impfpflicht gehabt haben, also Menschen sich berechtigterweise auf die Straße gewagt haben und berechtigterweise gesagt haben, das ist Nötigung, wir können nicht dazu gezwungen werden. Und der Kampfbegriff der Solidarität war ja nur ein Pseudobegriff unter dem Deckmantel eben der Gewalt und der Nötigung, wobei man schon wusste, dass die Impfpflicht nicht durchgehen wird. Ja? Also das war ja eigentlich auch Politikern klar, man wollte den Druck aufbauen und das ist Nötigung. Das ist nicht das geeignete Mittel, mit Menschen umzugehen, wie mit Tieren, Zügel enger ziehen oder wie Pöbel eben genannt, wir genannt worden sind. Also das ist unglaublich, ja, ist unglaublich, wie man mit den Menschen, vor allem mit den Kindern, die letzten drei Jahre umgegangen ist und vor allem die Kinder durch Lockdowns, Schulschließungen, durch Gefährder, durch Ratten, als Ratten gesehen worden sind, war unglaublich, ja. Und die Menschen, die genau diese Linie vertreten haben, sind die Guten, ja? Und alle anderen, die sich dagegen wehren, sind eben Nazis, Rechte, Mob und Leugner. Und eben, jetzt verwechsel ich den Namen auch, eben Florian Klenk hat eben gesagt, Impfpflicht ab 1. Februar 2022 mit Verwaltungsstrafen und Ersatzfreiheitsstrafen, warum so spät? Also er befürwortet für Menschen, die nichts verbrochen haben, nur für Freiheit und Gerechtigkeit stehen, eine Freiheitsstrafe und Ersatzfreiheitsstrafe. Freiheitsstrafe, so wie auch Ministerin Edtstadler ja gesagt hat, die Strafen können nicht hoch genug sein und man könne auch den Job verlieren, man hätte auch nicht das Recht, als Ungeimpfter in Österreich zu sein und sie sich natürlich auch versprochen hat, indem sie gesagt hat, die Impfpflicht ist der einzige Ausweg aus der Demokratie und wir wissen, freudsche Versprecher sagen ja auch die Wahrheit. Und er schreibt, der Florian Klenk, auch noch, das Gericht erteilt der Schockshow der Staatsanwältin, also Schockshow, also die böse Staatsanwältin, ja, die einfach nur Gerechtigkeit möchte, ist es für ihn eine Schockshow der Staatsanwältin, eine Abfuhr, dass das Geständnis kein Milderungsgrund sei, sei Unsinn. Die Sachlichkeit, die Besonnenheit und die Aufklärung haben heute vor Gericht gesiegt. Ja, also das heißt, gesiegt hat klarerweise wieder Gewalt. Gesiegt hat Missbrauch und wenn wir uns die letzten drei Jahre anschauen, war ja auch alles das Missbrauch. Ja? Also
es wurde ja viele der Lockdowns wurden ja als verfassungswidrig aufgehoben. Das heißt, es wurde auch hier, und das hat der Ex-Bundeskanzler gesagt, ja, wir machen die Verordnungen und Lockdowns, weil wenn sie dann sozusagen aufgehoben werden, ist es eh schon zu spät. Also sozusagen wir Politiker machen, was wir wollen und stellen uns über das Recht. Das ist ja genau das Gefährliche. Demokratie geht aber vom Volk aus. Ja. Also ich habe das auch mit Jan David Zimmermann besprochen im Interview. Corona-Regime 1920 bis 22 bis ja doch 20, klarerweise 20 bis 23, eben, dass hier meiner Meinung nach hier eben das Recht mit Füßen getreten worden ist, die Würde des Menschen eben mit Füßen getreten worden ist. Und er spricht dann eben von Gerechtigkeit und von einem besonnenen Urteil und von all jenen, die sich dagegen wehren, sieht er als Mob. Das heißt, es kommt wieder hier zu einer Spaltung, es kommt wieder zu Gut und Böse. Das heißt, alle, mit einem Wort gesagt, alle, die für Nötigung, Impfpflicht, für eben dieses Urteil sind, das ja vollkommen ein falsches Signal ist. Das heißt, ein Signal für Gewalt, für Missbrauch und nicht ein Signal für den Kinderschutz. Das heißt, alle Opfer werden jetzt auch wieder retraumatisiert, wenn sie sehen, dass solche Menschen einen Freibrief bekommen. Und der Anwalt Meyer hat ja gesagt, wenn der arme Herr Deichmeister vor einem Psychiater sitzt, ist das Strafe genug, ist das hart genug, der Schmerz, denn der Psychiater dringt ja in ihn ein und das ist kein Honiglecken. Alleine die Wortwahl sagt natürlich sehr viel. Also das heißt, er setzt natürlich eine psychiatrische Behandlung mit einem Häfen gleich und sagt aber gleichzeitig, es sei ihm nicht zumutbar, dass er in den Häfen geht, denn dann würde seine Welt zusammenbrechen. Dass aber diese Kinder, Babys geschunden werden und ihr ganzes Leben eine Welt zusammenbricht und sie eigentlich ihr Leben lang in einem emotionalen Gefängnis sitzen, das betrachtet natürlich weder der Herr Klenk noch der Herr Erik Frey, der solche Äußerungen trifft. Also ich bin entsetzt, wie die Spaltung wieder funktioniert. Eindeutig haben sich jetzt zwei Lager getroffen oder gebildet. Die einen, die eben für Kinderschutz sind, für Freiheit sind, für Meinungsfreiheit sind, gegen Nötigung, gegen Gewalt, gegen Missbrauch sind eindeutig oder sind eindeutiges Rechts. Und all jene, so mit Florian Klenk zu sprechen, die eben für Verwaltungsstrafen, Ersatzfreiheitsstrafen sind, bei Menschen, die eben sich nicht impfen lassen wollen und die eben für Lockdown sind, der uns ja wieder wahrscheinlich bevorstehen wird mit dem neuen Virus Eris, heißt ja eben, Eris bedeutet ja Göttin des Zankes und des Streites, nicht verwunderlich, dass es so genannt wird, die eben für diese Klimadiktatur sind, die meinen, das sei gut, was die Klimakleber tun, Menschen täglich in Angst und Schrecken zu versetzen, Ärzte an der Arbeit zu behindern und da wieder eben eine Spaltung passiert, eine Gewalt, ja, also Menschen werden gegeneinander gesetzt, gehetzt, das heißt, es kommt wieder zu einer Destabilisierung eben des Systems, der Gesellschaft, also überall, wo wir hinschauen, kommt es zu einer Destabilisierung. Ja? Das heißt, die Menschen werden wie Tiere gegeneinander gehetzt, damit man nämlich dann vor den wirklichen Problemen im Staat, nämlich vor den ursächlichen Problemen im Staat, die Augen verschließt und einfach sagt, ah, super, jetzt haben wir natürlich die Leute gegeneinander gehetzt und jetzt werden sie diese Wut und den Hass nicht gegen die Politiker hetzen, sondern gegen sich selbst. Das heißt, es ist wie letztendlich eine Arena, wo man einfach die Gladiatoren natürlich gegen sich gehetzt hat und die schaulustigen Politiker haben sich im wahrsten Sinne daran natürlich erfreut und haben applaudiert. Also achtsam sein, es ist wieder eine Spaltung, es wird wieder von der linken Seite angeheizt. Ja. Ich bin Linke vom Herzen, ich habe immer SPÖ oder auch einmal die Neos und auch ich war bei den Grünen, habe ich einmal kurz mitgewirkt im Bezirk. Das heißt, ich bin auch als Grüner oder als Linke schlafen gegangen, bin jetzt aber Rechte, weil ich für Kinderschutz bin, für ja, Menschlichkeit bin, gegen Ausgrenzung, gegen Hass, gegen Nötigung. Und das ist, wie gesagt, meiner Meinung nach ein Freibrief für Gewalt, für Kindermissbrauch und sicher nicht ein richtiges Signal in einer Gesellschaft, wo wir Kinder schützen müssen. Aber es zeigt, wie gesagt, wie krank die Systeme, die politischen Systeme und vor allem offensichtlich viele Menschen sind. Und der Psychiater Hans-Joachim Marz, mit dem ich auch ein Interview geführt habe, hat ja gesagt, 60% der Deutschen sind abnormal und das hat sich in der Corona-Zeit gezeigt. Und ich denke, das können wir natürlich auch
auf Österreich umlegen, den Menschen, die Gewalt, Hass, Ausgrenzung von Kindern, diese wie Ratten bezeichnen, können für mich nicht normal sein. Und ja, diese Debatte abnormal und normal ist ja natürlich auch im Sommer geführt worden. Aber wir brauchen natürlich auch eine gewisse Begrifflichkeit, denn wir müssen uns vor dieser Abnormalität auch schützen, achtsam, wachsam sein. Denn diese Abnormalität ist normal geworden und bedeutet Normopathie. Und die Menschen glauben, dass Abartigkeit, Gewalt, Kindermissbrauch offensichtlich etwas Normales ist und stumpfen dann irgendwann einmal ab und sagen, na super, wenn Politiker gewalttätig sind mit Boostermonster und Nötigung und Impfpflicht und Werbung, die ja so lustig tralala ist, dann können wir natürlich auch, wie auch Ex-Bildungsminister gesagt hat, ja, Ungeimpfte können gemobbt werden, dann schlagen wir halt in den Schulen auch den anderen nieder und filmen sie. Also wir sehen ja auch, der Gewaltanstieg an Schulen ist ja ein Spiegel der Gesellschaft, wo Kinder einfach dort entartet werden, durch die Erziehungsanstalt nur benotet werden und letztendlich wie Roboter erzogen werden und nicht wie Menschen. Und so wurden wir auch von den Politikern behandelt, wie Objekte, die Impfgegner, die ja nichts wert sind, die kann man auf dem Marktplatz sozusagen, oder Maßnahmengegner auf dem Marktplatz zehren und dort medial vernichten. Und sie sind ja nur Pöbel und Tiere. Also man hat uns wirklich zu Objekten gemacht. Und ich muss immer betonen, ich bin geimpft, ja? Aber ich bin eine Maßnahmengegnerin gegen, wie gesagt, eben gegen Maßnahmen, die nachweislich Lockdowns, Sanktionen, Wirtschaft, Mensch schaden. Und dazu habe ich natürlich auch ein Video gemacht, ach du viel geliebtes, viel geprüftes und schönes Österreich, angelehnt an Präsident Van der Bellen. In dem Sinne, bitte achtsam, wachsam sein. Und da sage ich wieder, das Lied von Reinhard May passt so treffend hierher, wachsam sein. Und jedes Wort, das er schon vor, ich glaube, 12 Jahren eben gesagt und gesungen hat, ist so treffend in unserer heutigen Zeit. Alles, alles Liebe.